Hossa Internet, der Publisher Activision Blizzard hat seine aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt und im Zuge dessen auch einige wichtige Releases des Jahres angeschnitten, unter anderem, dass das Call of Duty von 2018 wieder vom Entwickler Treyarch kommen wird. Das passt hervorragend zu den Gerüchten der vergangenen Tage, denn da hieß es ja schon, es wäre Call of Duty Black Ops 4, eine Serie, die traditionell von Treyarch kommt. Und dieses Call of Duty Black Ops 4 soll wieder eine Boots-on-the-Grounds-Experience werden, also ein Spiel mit einem eher Gegenwartsszenario ohne irgendwelche Zukunftsgerätschaften. Außerdem soll dieses Spiel auch erstmals für die Nintendo Switch erscheinen. Und dann gab es von Activision noch Infos, wie es mit Destiny 2 weitergeht, denn da soll ja im Mai der zweite DLC erscheinen. Außerdem soll in diesem Jahr, aber auch im September, ein großes Add-on veröffentlicht werden. Man fährt hier also ein sehr ähnliches Modell, wie es damals schon bei Destiny 1 und The Taken King gewählt wurde. Und dann gab es noch eine interessante Information in dieser ganzen Ankündigung, nämlich wie viel Geld Activision Blizzard mit Lootboxen, In-App-Purchases und DLCs verkauft hat. Diese sogenannten In-Game-Net-Bookings beliefen sich im Jahr 2017 auf 4 Milliarden Dollar Einnahmen. We're on the verge of the biggest operation of the entire war. All right, fellas. This is our chance to break out of Normandy. Won't be easy. Das Studio Fail Better Games, die Entwickler von Sunless Seas und aktuell Sunless Skies, stecken in Schwierigkeiten. Denn wegen der schlechten Verkaufszahlen der Early Access Fassung von Sunless Skies müsste man jetzt 4 Entwickler der insgesamt 16 Mitarbeiter entlassen. Außerdem wird auch der finale Release von Sunless Skies nach hinten geschoben. Wie die Entwickler auf ihrer eigenen Webseite erklären, sind die Verkäufe im Early Access Zeitraum von Sunless Skies gerade mal 15% der Verkäufe von Sunless Seas in einem vergleichbaren Zeitraum gewesen. Das hat, wie gesagt, jetzt Konsequenzen. Man entlässt also 4 Entwickler und schiebt den Release weiter nach hinten. Ursprünglich hätte Sunless Skies ja im Mai veröffentlicht werden sollen. Jetzt wird es irgendwann zu einem nicht näher genannten Zeitraum innerhalb des Jahres 2018 kommen. Vampire bzw. Vampyr, das neue Spiel vom Entwickler Dontnod, hat jetzt endlich einen finalen Release-Termin. Es sollte ja ursprünglich schon im Jahr 2017 erscheinen, dann hat man es wegen technischer Probleme bei der Entwicklung aber auf 2018 verschoben. Und in einem aktuellen Entwickler-Videotagebuch ist es jetzt auch klar, wann es 2018 kommt, nämlich am 5. Juni. Dann soll das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Das war's für diese Woche mit den News. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag zur nächsten Folge. Bis dahin, weiterspielen.